Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute reden wir mal über den Fantasy-Horror-Thriller Death Note. Aus dem Jahre 2017 ist eine Netflix-Produktion und dieser Film geht leider viel zu kurz. Er geht nur 101 Minute lang. Ja, und dieser Film, darüber wollte ich schon so oft mal reden. Ich habe den jetzt zum ersten Mal geschaut. Ich wollte ihn schon so lange mal schauen und jetzt bin ich mal wieder dazu gekommen, den zu schauen. Und dieser Film ist ja eine Manga-Verfilmung der gleichnamigen Manga-Serie, die zwischen 2003 und 2006 lief, 37 Episoden hatte. Ja, und das ist jetzt die Verfilmung davon, die Realverfilmung. Oh ja, und damals hatte damals Warner Bros. Die wollten damals diesen Film immer schon einmal drehen, aber es ist irgendwie nie dazu gekommen. Es wurde immer verschoben, neue Produzenten gefunden, neuen Regisseur und so weiter und so fort. Nie zu gekommen und dann haben sie gesagt, weißt was, wir verkaufen die Rechte von Death Note ja, an Netflix. Und Netflix hat sie dann gekauft für ja, zwischen 40 und 50 Millionen Dollar. Jo, und Netflix wackelte nicht lange und hat direkt angefangen zu drehen. Und hat dann auch direkt 2016 fing es an zu drehen und 2017 kam er schon bei Netflix raus. Ja, und dann haben wir diese Manga-Verfilmung gehabt. Ja, und ich habe im Vorfeld immer schon wieder was von Death Note gehört, so wie im Freundeskreis oder auch bei YouTube oder hier und da. Ich habe irgendwie immer was von gelesen oder in Zeitschriften immer Death Note, die Serie, die ist so gut, die hat so viele Fans, eine geile Geschichte und jetzt wird die verfilmt und und hier und... Ich war sehr interessant an diese Geschichte, auch an dem Film. Hab's aber irgendwie immer wieder vergessen, die dann zu schauen, den Film. Oder hab vergessen, ich hab's irgendwie immer nach hinten geschoben und jetzt hab ich's mal nachgeholt, ja. Death Note ist eine Übersetzung auf Deutsch, bedeutet eigentlich Todesmeldung. Das ist so ein Buch, das ist so ein Death Note Buch, so heißt das Buch. Man kann das eigentlich auch so übersetzen wie... Todesnotizbuch oder Todestagebuch. Man kann es machen, wie man will, weil ich werde hier übrigens spoilern zu diesem Film. Das hat damit zu tun, denn die Geschichte ist sehr, sehr interessant. Also sehr, sehr cool eigentlich. Denn wenn man Besitzer dieses Buches ist, dann kann man da einen Namen reinschreiben und die Todesursache daneben schreiben. Denn diese Person stirbt dann. Ja. Also man schreibt zum Beispiel drin, was weiß ich, Namen und schreibt dahinter, soll geköpft werden oder ne, enthauptet werden. Und dann guckt er aus dem Fenster und dann sieht er diesen Typ, der da gerade enthauptet wird durch irgendeinen Unfall, wie ein Verkehrsunfall, wo eine Leiter vom Dach fliegt und dann den Typen dann enthauptet. Es müssen immer realistische Tode sein, das bedeutet... Wir haben dir das gesagt, es kann keiner auf Toilette sitzen, auf einmal wird er von Hai aufgefressen, der ja gerade aus der Toilette kommt. Das geht nicht, es müssen realistische Tode sein. Ja, und das, diese Art fand ich schon geil. Also diese Geschichte her, ich denke, wow, das könnte richtig was werden. Und ich muss leider zugeben, ich habe die Manga-Serie nicht geschaut. Ja, ich habe sie nicht geschaut, ich habe mir jetzt den Film angeschaut. Also kenne ich diese Serie nicht, also kenne jetzt halt nur den Film und ich weiß, dass dieser Film ja sehr von der Serie sich unterscheidet, denn es ist eine japanische Serie und die wird halt in Amerika umgesetzt. Die Namen wurden verändert, es ist alles sehr amerikanisch geworden statt japanisch und auch... wir haben hier so eine Art Dämon, der heißt, ich werde es falsch aussprechen, ich glaube, jeder spricht es falsch auf, Ruik, ja, irgendwie so. In dem Film sagt er das noch, das wird so ausgesprochen, ich habe es auch wieder vergessen. Ich habe mir den gestern Abend zwar angeguckt, aber ich habe den Namen, ich wollte es mir eigentlich nochmal, ich wollte es mir merken, aber ich habe es wieder vergessen. Ryuk, wie das Ryuk ausgesprochen. Es tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. Also auf jeden Fall ein Dämon. Übrigens gespielt von William Dafoe. Und ja, damit habe ich gleich ein paar Probleme mit dem Dämon. Da komme ich gleich noch zu. Ja, aber dieser Dämon, der ist halt da. Der ist so, ja, der Beschützer des Buches. Er sucht sich die Leute aus, der dieses Death-Buch bekommen. Und
Er manipuliert die Leute so ein bisschen. Er ist so der böse Dämon, der selber so ein paar Ideen hat und das Grausamste will von den Leuten, was nur geht. Und das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Es fällt mir ein, so eine ähnliche Geschichte hatten wir jetzt gerade in der neuen Staffel von Black Mirrors. Dämon 79 oder 75, die Folge. Das ist so ähnlich. Das ist so ähnlich. Weil ich jetzt gerade auch Black Mirrors Staffel 5 geschaut habe und jetzt diesen Film, jetzt baue ich gerade so ein paar Verbindungen auf. Müsst ihr euch mal angucken. Wer Death Note liebt, soll sich von Black Mirrors Staffel 5 die Folge Dämon 75 oder 79, so heißt die Folge. Müsst ihr mal gucken. Sollte ich vielleicht auch diese Folge einmal anschauen. Das ist so ähnlich. Auch mit so einem Dämon, der. Ihr wisst, was ich meine dann. Ist so ähnlich. Haben sich wahrscheinlich ein bisschen abgeguckt. Manchmal ist das echt zufällig, dass man gerade so eine Folge geguckt hat und dann direkt diesem Film hinterherhaut. Keine Ahnung warum. Naja. Ja, dieser Film kam auf jeden Fall bei den Fans nicht so gut an. Er hat wirklich mittelmäßige Kritiken bekommen. Also viele haben gesagt, ah nee, das geht ja gar nicht. Und das ist doch alles Schrott. Und guckt euch lieber die Manga-Serie an. Was haben die denn mit meinen Figuren gemacht? Das passt, das hat gar nichts mit der Serie zu tun. Ich mag das nicht. Und ich muss sagen, ich kenne die Manga-Serie nicht, halt nur den Film. Und ich muss sagen, die Geschichte ist geil, aber die geht nur 100, dieser Film geht nur 101 Minute lang. Das bedeutet, wir haben hier eine Manga-Serie mit 37 Episoden und die packen das jetzt alles in einen Film rein. Sowohl die Vorgeschichte, also die ganze Geschichte mit einer Handlung da drin, wo ich sagen muss, wow, zwischendurch musste ich echt sagen, wow, das Ding ist einfach vollgestopft. Das Ding ist einfach vollgestopft. Also es geht direkt los in dem Film und dann hört es auch gar nicht mehr auf. Dann passiert ein Ding nach dem anderen. Tang, 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 hintereinander. Es ist einfach zu viel. Das ist so eine große Handlung, die einfach in ein 101, über so einen 100-Minuten-Film, der ist einfach viel zu kurz für. Die Figuren werden nicht richtig ausgebaut, die sind einfach nur da und spielen halt ihr Werk da ab. Also die spielen es so runter. Es gibt keine ruhige Minute so richtig, weil. Es passiert alles zu schnell. Einfach zu schnell. Das ist immer bam, 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 bam. Du als Zuschauer verstehst die Handlung schon, aber manchmal ist man überlegen, ey, warum ist das denn jetzt so? Und warum kann die das? Und warum ist das jetzt passiert? Wir haben nämlich so etwas, wir haben hier halt diesen Jungen, der Light Turner. Der dieses Buch bekommen hat. Es fällt vom Himmel, er hat das Buch und dann stehen da diese ganzen Hinweise drin, was er darf und was er nicht darf. Und dann kommt auch der Dämon und erklärt ihm das nochmal. Und dann hat er eine Freundin, das ist Mia, also die beiden sind so ein Pärchen, verlieben sich, eine Liebesgeschichte haben wir hier auch noch drinne. Ja, und die Mia kann später in dem Film auch irgendwelche Namen da reinschreiben und die sterben dann auch. Und dann habe ich mir immer so gedacht, ich dachte, das kann nur er. Dachte, das kann nur der Junge, weil der Besitzer dieses Buches ist. Aber sie kann es auf einmal auch. Und da war ich ein bisschen verwirrt, weil ich hatte gar keine Zeit zum Überlegen, warum das jetzt gerade so passiert. Weil dann passiert da immer schon wieder was Neues. Und ich saß da, ich denke so, oh, Alter, Pause drücken, erst zurückspulen und was habe ich da jetzt verpasst? Weil es passiert einfach zu schnell, das ganze Werk. Also können auch wohl andere Leute dort Namen reinschreiben, die dann sterben. Und das hat mich so ein bisschen verwirrt zwischendurch. Das fand ich zum Beispiel sehr negativ in dem Film, weil, wow. Ja, und ich fand diese Idee halt einfach cool. Und dann kann er diese Namen, die der da reinschreibt, man kann die sogar 2 Tage manipulieren. Das bedeutet, er schreibt das zum Beispiel rein, Jonas König geht jetzt im Wald spazieren und pflückt Pilze. Dann macht er das 2 Tage lang und dann muss der aber sterben. Und dann kann er sagen, und dann frisst er zum Beispiel den falschen Pilz und ist dann tot. Ja, das geht zum Beispiel. Also er kann Leute manipulieren. Sehr, sehr interessant. Das macht er ja auch mit manchen Leuten, weil er kann nur Menschen töten oder reinschreiben, wo er den richtigen Namen von kennt oder diese Person auch schon einmal gesehen hat. Also beides. Also er muss das Gesicht gesehen haben. Und den richtigen Namen haben. Und da gibt es einen Agenten, der heißt Al, der ist hinter ihnen her.
Und er heißt einfach nur L und keiner kennt seinen richtigen Namen. Er ist so ein super Geheimagent, er ist so ein super, duper, Superhelden-Cop. Ja, und er manipuliert so einen Kollege von ihnen, er soll den Namen von ihnen herausfinden und das klappt alles. Ja. Ja, und dann haben wir halt diesen Dämon, da wollte ich auch noch eben kurz zurück. Ryuk. Ja, gespielt von William Dafoe, habe ich ja schon gesagt. Da muss ich sagen, er sieht cool aus. Er sieht, ich zeige euch mal ein Bild, wie er da aussieht in dem Film und unten drunter, wie der animiert aussieht, also in der Serie. Ich finde, das sieht ganz cool aus, aber man sieht ihn nie richtig. Also wir haben den immer nur im Dunkeln, man sieht den immer nur so einen schwarzen Schatten, also so einen Hintergrund. Und das finde ich ein bisschen schade. Eigentlich, was man so sieht, sieht cool aus, aber nur man sieht ihn nicht richtig. Es gibt von diesem Film noch einen zweiten Teil, Death Note, The Last Name. Ich glaube, der wurde dann aber in Japan gedreht. Das ist, glaube ich, ein japanischer Film. Das ist ein zweiter Teil. Und da gibt es auch nochmal diesen Dämon, der sieht dann so aus. Ich zeige euch jetzt davon auch mal ein Bild. Der ist dann animiert. Der ist dann also komplett animiert. Sieht besser aus zu der Manga-Serie, aber sieht wie ein Realfilm zu cartoonhaft aus. So nenne ich es einfach mal. So PlayStation-Figur. Ihr wisst, was ich meine? Ja. Ich finde, es sieht zwar genauso aus wie in den Mangas, aber passt halt nicht in der Realverfilmung. Da finde ich, sieht dann jetzt in Death Note besser aus. Leider ist immer nur ein Schatten. Ja. Dann über den Film. Ich finde das cool. Also der Turner, der macht das ja so mit seiner Freundin, dass sie dann Verbrecher töten wollen. Das bedeutet, die Vergewaltiger, die Schwerverbrecher, die Leute getötet haben, die verurteilt worden sind, die schreiben sie auf und töten die. Und das machen die ja natürlich heimlich. Und diese Leute, die getötet werden, schreiben dann immer dran an der Wand, zum Beispiel Kira. Und Kira soll dann heißen, ja, sie wurden dann von Kira verurteilt und ermordet. Und dadurch haben sie eine Berühmtheit bekommen, Diktator, alles mögliche wird getötet und sie wollen eigentlich nur das Gute, sie wollen so eine Art Superheld sein und das Gute für die Menschheit tun und Kira hat dann auch so einen Hype, die haben viele Fans, die Polizei ist froh, dass es Kira gibt, die Arbeit dann für die erledigen und diese bösen Menschen dann alle töten, aber dann gibt es natürlich wieder die Frage, darf man das, warum dürfen die das entscheiden, wer lebt und wer nicht und so weiter und so fort. Dann kommen diese Fragen auf und dann werden sie gejagt und dann kriegen die irgendwie raus, wer das nachher ist. Und der Vater von Turner ist auch noch Polizist und so weiter und so fort. Und dann gibt es, ja, es passiert einfach so viel in diesem Film. Und dann hintergeht die Freundin Mia Turner, wie heißt er nochmal, Light Turner, dem Freund, hintergeht den nochmal. Und dann haben wir ein großes Showdown auf so einem Riesenrad, wo die beiden dann sich gegenseitig in das Buch geschrieben haben und beide sich zu Tode dann da reingeschrieben haben, weil die ja mittlerweile jetzt gegeneinander sind, weil sie will mehr, er will damit aufhören, sie will weiter dieses Buch haben und er will damit aufhören und dann klatschen die gegeneinander und das Ende das Ende verrate ich euch einfach mal nicht. Ihr könnt, wenn ihr den Film geguckt habt, kennt ihr das Ende, falls ihr den Film noch nicht geschaut habt, sage ich euch das Ende nicht. Weil, muss ich ja nicht unbedingt. Auf jeden Fall sehen die Spezialeffekte richtig geil aus in diesem Film. Also, der ganze Film sieht schon cool aus. Er ist gut gemacht, die Effekte sind geil. Alles rumherum, es gefällt mir, das ist so ein düsterer Look. Alles so ein bisschen, ja, wie nennt sich das so, kalt. Es regnet die ganze Zeit, es ist hier und da mal dunkel, und man erschreckt sich hier und da auch mal und es ist alles gut, wir haben eine tolle Geschichte, die einfach nur zu vollgepackt ist. Man hätte zum Beispiel den Film vielleicht sogar als Serie machen können, also eine achtteilige Serie, oder den Film in 3 Stunden machen sollen, also viel länger, also 180 Minuten Film wäre auf jeden Fall drin gewesen. Oder diesen Film halt in 2 Spielfilmen zu unterteilen, wie zum Beispiel bei Stephen Kings S, wo die Handlung halt auch zu groß ist, was alles nicht in einen Film passt. Deswegen gibt es ja auch Stephen King S Teil 1 und Teil 2. Und so hätte man das auch mit diesem Film machen sollen. Das ist wieder meine eigene Meinung,
Aber ich finde schon, dass es das einfach für den Zuschauer besser gewesen ist. Man wäre dann wärmer geworden mit den Figuren, man hätte die Figuren ausbauen können, man hätte mehr über den Dämon erfahren, über dieses Buch hat man nicht gar nichts erfahren, das ist einfach nur da. Und wenn der Besitzer stirbt oder das Buch abgibt, gibt es einen neuen Besitzer. Ja, das ist alles. Und da gibt es viele Gesetze, die man dann, ja, die man beachten muss, oder wenn du ein Buch reingeschrieben hast, ein Name, und der soll doch nicht sterben, dann kannst du die Seite rausreißen und verbrennen, dann überlebt der und so weiter. Es gibt so viele Gesetze. Der Film, ich bewerte den Film jetzt einfach mal. Ich quatsch und rede hier über den Film. Ich fand den Film irgendwie cool. Der bleibt auch ein bisschen im Kopf. Man kann sich den wieder anschauen. Man sollte sich sogar den Film zweimal anschauen. Damit man verpasst beim ersten Mal gucken viel zu viel. Viel zu viel. Man verpasst so einiges. Es bleiben nach dem Film so viele Fragen offen, die wahrscheinlich beantwortet worden sind in dem Film, aber die einfach, weil es einfach nur durchgeht. Es bam, 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 bam. Man sollte sich den sogar zweimal anschauen. Und wenn ich den Film jetzt bewerten sollte, von der Skala 1 bis 10, und ich kenne die Manga-Serie nicht, also ich vergleiche das jetzt einfach nur als Film selber und habe keinen Vergleich zu der Serie, gebe ich dem Film 6 von 10 Punkten. Und das hat damit zu tun, dass dieser Film einfach Potenzial verloren hat. Es war so viel da und haben daraus zu wenig gemacht. Oder sie wollten zu viel in diesem Film und das wirkt dann sehr hektisch. Der Film ist gut, der Film ist gut. Das will ich damit nicht sagen, aber sie haben sehr viele Fehler gemacht in diesem Film, und diese Fehler, die bemängel ich einfach und kann diesem Film nicht mehr als 6 Punkte geben. Ja, also der Film hat sowieso eine Durchschnittsbewertung von 48% auf Rotten Tomatoes, und ich würde das sofort so unterschreiben. Ich würde ihn jetzt ein bisschen mehr als durchschnittlich geben, weil der ist schon gut gemacht. Der ist schon gut gemacht. Ob ich mir jetzt Death Note The Last Name, den zweiten Teil, anschaue, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist auch wieder ein alleinstehender Film. Der hat mit diesem Film gar nichts mit zu tun. Glaube ich zumindest, weil er jetzt in Japan spielt. Aber vielleicht ist das Buch ja auch in Japan reingekommen und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Film hat mir sehr gut gefallen. Er war okay. Er war okay. Ich habe mir das geguckt, hab meine Kritik jetzt dazu gemacht. Man kann sich den anschauen, auf jeden Fall, wer den nicht kennt. Also ich sag, die Handlung ist sehr interessant, die Geschichte ist cool. Zu wenig rausgemacht. Ja. Ja, das war meine Kritik zu Death Note. Falls ihr mehr Kritiken von mir sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Man sieht sich. Bis dann. Ciao.